An ganz verschiedenen Stellen, jetzt komme ich doch noch eben, also hier zu dieser Kommunikation zurück, was Wissenschaft ist. Wir müssen uns erstmal klar darüber werden, wie haben sich ordentliche Wissenschaftler zu verhalten. Und da gibt es Kodizes für, die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis. Und Kai, das wird dann gleich sehr erhellend sein. Ja? Ich habe hier zwei. Ich habe hier zwei Regeln guter wissenschaftlicher Praxis rausgeholt, und zwar stammen die von einem Leibniz-Institut. Man findet die aber auch bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft eigentlich überall, ja, an jeder Uni, und dann gibt es den Ombudsmann und so etwas. Es wird drauf geachtet. Hallo, liebe Zuschauer. Da uns YouTube ja massiv zensiert, können wir hier keine kritischen Inhalte mehr zeigen. Deswegen könnt ihr weiterschauen auf der Internetseite kai-stut.com. Dort werdet ihr alle alten Videos und auch die neuen finden. Ich wünsche euch viel Spaß, euer Kai Stut. Liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr uns weiterhin unterstützt, sind wir euch sehr, sehr dankbar. Wir arbeiten ja gerade an drei Dokumentarfilmen und auch natürlich die Vlogs und auch die Recherche für die Interviews bedarf unheimlich viel Zeit. Ja, und wir haben jetzt ein Megaprojekt vor uns, können 100 Ärzte lügen. Eure Unterstützung wird gebraucht für Material, für unsere Arbeitszeit, so dass wir einfach weitermachen können. Ich bedanke mich im Voraus, euer Kai Stut.